In Balthus Werk treten eine gewisse Anzahl von wiederkehrenden Motiven auf, zum Beispiel die Rückenfigur, sehr häufig männlich, manchmal auch weiblich, die Balthus sehr bewusst in Szenen platziert, um diesen Szenen vielleicht noch mehr Rätselhaftigkeit zu verleihen. Sie symbolisieren in manchen Fällen vielleicht auch seine eigene Person. Zumindest könnte man bei La Cour de Ferme hinter mir meinen, dass es sich um eine Art Selbstporträt handelt. Tatsächlich ist das Werk in Chassis entstanden, kurz bevor Balthus diesen Ort wieder verlassen hat, nachdem er einige Jahre lang dort gelebt hatte. Und man meint, ihn hier zu sehen, wie er dieses Château de Chassis verlässt. Bereits in frühen Werken erscheint diese Rückenfigur, beispielsweise in diesen zwei Straßenszenen, die wir in unserer Ausstellung zeigen, wo Bäckerjunge gezeigt werden, wie sie etwas auf dem Kopf tragen. Auch in La Rue ist eine Rückenfigur erkennbar, die durch ihre außergewöhnliche Handpose an Fresken erinnert, Fresken der Renaissance. Eine Rückenfigur erscheint ebenfalls im Passage du Commerce Saint-André, wo man einen erwachsenen Mann davonschreiten sieht. Und auch im Werk Les Beaux Jours verleiht dieser kniende Mann, den man von hinten sieht, dem ganzen Werk eine gewisse Rätselhaftigkeit. Ab 1953 zieht sich Balthus in gewisser Weise zurück und zieht in das Château de Chassis, das sich in Burgund befindet. Und in dieser Einsamkeit hat er die idealen Bedingungen vereint, um sich vollständig der Malerei widmen zu können. Das Leben in diesem Schloss wird ihm ermöglicht durch eine Gruppe von Förderern, Sammlern, von seinen Galeristen, die ihm eine Art Pension bezahlen, und als Gegenleistung stellt er ihnen seine Werke zur Verfügung. In dieser zweiten Hälfte der 50er Jahre entstehen zahlreiche Landschaften, aber auch Interieurs. Die Darstellungen des jungen Mädchens sind weiterhin sehr präsent. Und als letztes Werk, als Abschiedswerk von dieser Phase, die er in Burgund verbringt, entsteht Cour de Ferme à Chassis. Man hat hier eine Art Spiel zwischen dem Innen- und dem Außenbereich. Man meint, an einem Fenster zu stehen und auf diesen Innenhof nach außen zu blicken. Auch die Farbpalette ist bemerkenswert. Man sieht, wie sich diese dunklen Töne, die Balthus jahrelang charakterisieren, sich hier in sehr helle Pastelltöne verwandeln, wie auch die Maloberfläche sich verändert hat, strukturreicher wirkt, rauer wirkt und dadurch wieder mal an die Freskenmalerei erinnert.